Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Let's Play Metin 2. Ja, wir sind hier immer noch im Geisterwald. Ja, ich brauche so ewig für den Quest. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist einfach wieder so ein Quest, der sich einfach so unheimlich lang zieht. Ich habe nebenher aber wenigstens noch ein paar FBs gelesen. Wir brauchen jetzt nur noch ein FB, um Schwertwürbel auf M5 zu kriegen, ein FB, um Kampfrausch auf M3 zu kriegen. Bloß wir haben jetzt gar keine Schwertwürbel-FWs mehr da. Aber da wir uns jetzt sowieso im Geisterwald befinden, können wir da jetzt auch gerade keinen Nachschub holen. Oder wir könnten natürlich uns wieder in die Stadt teleportieren lassen, aber ja, ihr seht's, wir haben jetzt mittlerweile vier von diesen alten Dokumenten bekommen. Ja, der Quest zieht sich einfach so unheimlich lang, das gefällt mir gar nicht. Vor allem, weil es hier voll stressig ist. Man hat keine Zeit, irgendwie andere Musik reinzumachen. Während den, also nach dem Puls. Nein, man muss die ganze Zeit dastehen und halt gucken, dass man nicht getötet wird von den bösen Bäumen, weil die sind halt schon nicht ohne. Und nervig ist natürlich auch immer, dass wir kein MP haben. Ja, das ist schon ziemlich nervig hier, aber deshalb kamen auch schon eine Weile keine Medienparts mehr, weil ich ja einfach ewig viel Zeit verbracht habe und eigentlich nie richtig erfolgreich war. Naja, immerhin haben wir jetzt vier von den Dokumenten und das sind jetzt wieder viel zu viele und dann hängen wir auch an einer Tour und dürfen dann wieder. Ah, gerade noch so rauskommen, gut. Dass wir wenigstens nicht nochmal den ganzen Weg laufen müssen, wobei das natürlich auch nicht so ein großes Problem ist. So weit ist es ja gar nicht, das ist jetzt nicht so eine große Map, aber ah, Mann, da komme ich doch niemals raus. Wuhu. Und ja, wir sind wieder tot. Mann, der Quest nervt mich so ziemlich und ich glaube, mein Headset ist auch im Eimer jetzt mittlerweile. Immer wenn ich meinen Stecker reinstecke, also meinen Kopfhörerstecker. Dann steht da immer Stecker herausgezogen. Ja, toll, ich habe ihn aber reingesteckt, nicht rausgezogen, ihr Helden. Mann! Deshalb höre ich die tolle Metin 2 Musik jetzt über die ganz normalen Lautstärke und ah, oh, Mann, es läuft gerade einfach nichts zusammen hier. Ach, aber was will ich machen? Ich hoffe, das liegt am PC und nicht an meinem Headset, weil ja, es wäre blöd, wenn ich da ein neues brüchte. Weil ich eh gerade auf was anderes spare eigentlich. Nicht auf ein neues Headset. Wieso kann das einfach nicht länger halten? Ja, aber okay. Wir könnten dann demnächst auch wieder, wenn wir den Quest abgeschlossen haben, oder ich habe mir mittlerweile auch sogar überlegt, den Quest später zu machen, wenn wir hier auch Steine farmen können. Weil das wäre sogar fast sinnvoller, aber eigentlich will ich den Quest schon abgehakt haben jetzt. Weil der mir ja vielleicht auch ein bisschen Erfahrung bringt. Und jetzt haben wir ja schon angefangen. Aber okay. Dann machen wir das halt jetzt noch. Diesen Part. Und was für ein Medien ist das? Ein 75er? Ach, denn. Mache ich jetzt trotzdem nicht. Weil der dauert einfach viel zu lang. Ah, oh Mann, das Pferd ist auch so lahm. Stimmt, jetzt dürften auch, glaube ich, wieder die Pferdequests kommen, die vielleicht ein bisschen interessanter werden könnten. Von dem her könnte man da auch noch ein Part wieder füllen. Aber das habe ich ja schon im letzten Part auch gesagt, dass wir es das bald machen werden. Ja gut, bis jetzt habe ich weiterhin noch nichts geerbt. Aber immerhin habe ich jetzt genügend Steine, um dann unsere Rüssis auszurüsten. Aber so zählt er ja hier. Hat nichts geklappt. Ach, jetzt stehen die mir wieder im Weg. Ja, also das finde ich schon ein nerviger Quest hier mit den bösen Bäumen. Wieso muss man da auch neun solche alte Dokumente droppen? Ach, das ist einfach zu viel. Vor allem, wenn man sie so selten droppt. Aber was will man machen? Kann es ja nicht ändern. Ja, in Affendungeon müssten wir dann auch mal wieder. Wegen dem tollen Quest. Affenblut brauchen wir und noch irgendwas, keine Ahnung was.
schon wieder vergessen. Ach, das ist doch auch eine dumme Spezialfähigkeit von den Mobs hier. Geisterwall, dass die echt MP ziehen. Dann sind sie auch noch Level 71. Machen gut Damage. Sind nervig, wenn sie Fernkämpfe vor allem sind. Spawnen ohne Ende. Naja. Ja, also 90 Abonnenten habe ich mittlerweile. Es wird natürlich ein 100 Abonnenten Special kommen. Da könnt ihr eigentlich drauf freuen, weil es wird ziemlich lustig. Das werde ich natürlich auch nicht allein machen. Also es wird jetzt nicht nur so, ja, hier bin ich jetzt wirklich, jetzt Abonnenten-Special und so, jetzt sag ich mal irgendwas, was mir spontan einfällt. Nein, das wird schon was ziemlich durchgeplantes, wie man es von mir eigentlich vielleicht kennen sollte. Wobei meine Projekte ja nicht so durchgeplant sind in der Form. Ja, ich fange sie halt einfach an, wenn ich auch wirklich Lust drauf habe und mir was einfällt. Da mache ich jetzt nicht groß rum, ja, ich werde dann und dann. Nein, ich mach's einfach. Aber, ja, das Special wird dann schon ziemlich nice. Also, wenn ich die 100 Abonnenten erreicht habe, dann gucke ich, dass ich das auch ziemlich pünktlich dann aufgenommen bekomme, weil das wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Natürlich, es wird jetzt auch nicht nur ein Part werden, das werden jetzt bestimmt so eine Serie so ähnlich werden. Aber da werde ich auch gucken, dass ihr das alles so in einer Woche vielleicht habt, dass das so eine wirklich so eine 100 Abonnenten Woche wird, also nicht nur so kurz mal hier Abonnenten Special ein Part und dann tschüss, machen wir ganz normal weiter. Nein, das soll jetzt wirklich auch vielleicht ein Anfang von was sein, dass ich vielleicht zur Gewohnheit wird, wenn es gut ankommt. Ja, aber das ist jetzt natürlich noch eine Überraschung, wie das dann wird. Und ja, freut mich, wenn es dann endlich zu den 100 Abonnenten kam. Es war jetzt nicht so einfach, die 100 Abonnenten zu bekommen. Ich habe mich da schon einiges mal ärgern müssen. Aber ja, okay, das muss ich jetzt eigentlich gar nicht groß erwähnen. Ich freue mich, dass ihr die Mating Parts gut verfolgt. Alle, die ihr jetzt zuschaut, bin ich schon ziemlich zufrieden mit. Es könnten immer wieder mehr Kommentare kommen. Das wäre vielleicht noch nice, sodass ihr auch ein bisschen mehr Spaß dran habt. Und auch vielleicht diskutiert über Metin, über die Neuerungen. Es gibt da ziemlich viele Neuerungen, Metin. Viele mögen ja auch noch das alte Spielsystem. Es merkt man auch gerade, dass nach der Serverfusion schon auch viele Spieler aufgehört haben. Und ja, ich meine, das verstehe ich auch. Ja, es ist halt einfach so, dass ein Wandel in Metin da war. Und ja, es muss natürlich nicht immer was Gutes heißen, Wandel, aber ja, okay. So viel dazu schon mal. Wir gucken jetzt, dass wir hoffentlich endlich mal hier ein blödes altes Dokument droppen hier. In den Aufnahmen haben wir noch gar keins getroppt. Das ist echt, ja, das seht ihr mal, wie schlecht es läuft hier. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr Glück hattet. Aber ihr seht, bei mir läuft es nicht so besonders. Aber ich habe gedacht, ich kann. Eigentlich wollte ich euch ja gar nicht damit belasten, mit diesem Part, weil. Ja, ist halt schon ein bisschen anstrengend hier. Aber vielleicht habt ihr auch Spaß dabei, nochmal hier im Geisterwald ein bisschen Action zu sehen. Ist ja jetzt nicht so, dass wir gefühlt 10 Parts überhaupt hier mal verbringen werden, weil ich glaube, das wird dann nach diesem Quest Factions vielleicht noch einen Part geben, wo wir vielleicht ein bisschen Mädchensteine farmen. Also. Müsst ihr jetzt gar nicht denken, ach, schon wieder hier. Keine Angst, wir werden nicht mehr oft hier sein im Geisterwald, weil ist jetzt eigentlich nicht so ein Ort, wo man sich so lange aufhält. Da kann man halt, wie gesagt, nur noch ein paar Steine farmen und das war's dann auch. Natürlich gibt's noch ein paar Schriftrollen hier, aber die muss ich ja nicht alle mit euch machen. Gibt, glaub, auch noch ein Quest, wo wir dann irgendwie in den Roten Wald müssen. Da müssten wir hier durchlaufen. Aber ihr wisst ja, Laufstrecken, die schneide ich dann doch meistens raus, weil sie einfach uninteressant sind. Und ja, was ich mir antun muss, müsst ihr euch natürlich nicht alles antun. Und ja, deshalb jetzt nochmal ein Part hier im Geisterwald. Für mich wird es natürlich nicht das letzte Mal, dass ich hier sein werde, deshalb, ja, schon ein bisschen blöd der Quest.
4 Stück getroppt und gefühlt 10 Stunden hier verbracht. Nee, Quatsch. Ich hab's auch nicht lange am Stück ausgehalten hier, weil es echt anstrengend ist hier. Ah, Mann, und dann bin ich auch vergiftet und es zieht mir halt allein schon so viel, dass ich da ziemlich in Probleme bin. Aber jetzt packe ich das doch. Hey, das ist echt unglaublich, wie selten ich da was droppe. Naja. Machen wir noch einen Pull hier. Wir haben, glaube ich, auch gar nicht mehr so viele Pots. Ja, doch noch zwei 200er Packs blaue. Die brauchen wir auch nur für Aura und Kampfrausch. Musste ich mir erstmal abgewöhnen. Nicht die ganze Zeit auch blaue Pots zu potten, weil. Ist halt so aus Gewohnheit, so dass man immer. Doch ziemlich viel MP hat. Guck, dass das auch oben bleibt, aber hier ist echt Verschwendung. Boah, ey. Ja, okay. Super, im ganzen Parten wieder nichts getroppt. Ja. Ja, das muss ich euch jetzt nicht noch länger antun. Ich freue mich trotzdem, dass ihr wieder zugeguckt habt. Im nächsten Part heißt es wieder leveln, hoffentlich, oder questen, also Pferd leveln halt. Dann können wir bald Militärpferdequest machen und dann geht's richtig ab. Dann geht's wirklich richtig ab. Dann können wir auch vom im Laufen angreifen, also Kampf um Pferderücken so richtig im Laufen auch machen. Es wird ziemlich nice. Und ja, ihr seht, ich kann nicht mal einen Part in Ruhe beenden. Immer diese bösen Bäume hier. Und dann noch die Triaden, die gefallen mir mindestens genauso wenig. Wobei die halt wenig aushalten, das Gute. Und die übelst lahm sind. Was für Fernkämpfer immer ziemlich chillig ist. Ja, okay, wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut. Ich hoffe, ich schaffe es bis zum nächsten Part, die anderen 5 Dokumente zu droppen. Bis dann. Tschüss.